Entschuldigung, verantwortlich für den Einsatz, dessen Umfang für die Wahl der Mittel, ist der vor Ort verantwortliche Einsatzleiter. Ich habe die politische Verantwortung, dafür drücke ich mich nicht. Aber nach allem, was er dargelegt hat, war der Einsatz so und nicht anders machbar. Es wäre die Alternative geblieben, dass sich die Polizei zurückzieht und damit ihren Auftrag nicht wahrnimmt, nämlich das Recht, die Baustelle zu sichern, das Recht des Bauherrn tatsächlich durchzusetzen. Das heißt, all die Demonstranten, auch die Schüler und Jugendlichen, die sich jetzt zu Wort melden, die zum Teil Handyvideos ins Internet stellen, von der Aggressivität der Polizei sprechen, sagen die Unwahrheit? Man muss beide Seiten hören. Und das werde ich sehr genau tun. Ich habe heute die Polizeiführung gehört mit ihrer Darstellung des Einsatzgeschehens. Ich werde beispielsweise auch in den kommenden Tagen mit den beiden offenbar schwerer verletzten Demonstranten reden. Und ich will von denen hören, wie es dazu gekommen ist. Der Vorwurf der Opposition lautet, die Landesregierung hat das Land noch tiefer gespalten in Befürworter und Gegner. Wie glaubwürdig ist es nun, wenn die Landesregierung, wenn der Ministerpräsident heute sagt, er wolle neue Gespräche, er will gewissermaßen Versöhnung? Der Ministerpräsident hat dies immer gesagt. Der Ministerpräsident hat die Gespräche am runden Tisch angeboten. Seine Hand ist immer noch ausgestreckt. Bislang haben die Projektgegner diese Hand ausgeschlagen, wohl wissend, dass sie ihr Versprechen, die sie den Gegnern gegeben haben, nämlich dass das Projekt gestoppt werden könnte, schlichtweg nicht einzuhalten ist. Sie haben ein Legitimationsproblem. Aber es wird ganz kurz noch weiter gebaut, ungeachtet all der Ereignisse. Das entscheidet der Bauherr und das ist die Bahn und der Bund. Wir sind Partner, Finanzierungspartner. Wir sind nicht Bauherr, was das Land betrifft. Aber wir haben mit rechtsstaatlichen Mitteln dafür zu sorgen, dass dieses Baurecht auch wahrgenommen werden kann. Sagt Baden-Württembergs Innenminister Herbert Recht. Dankeschön für den Besuch im Studio. Wer hätte das Mitte der 90er Jahre gedacht, dass Stuttgart 21 mal solche heftigen Auseinandersetzungen nach sich ziehen würde? Damals entstand die Idee, den Stuttgarter Hauptbahnhof unter die Erde zu legen und mit einer neuen Schnellbahntrasse nach Ulm zu verbinden. Und es ging bei dieser Idee eigentlich nicht darum, die Stadt zu spalten, sondern eher darum, ihr neue Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. 100 Hektar Gleise im engen Stuttgarter Talkessel. Bei einem Hubschrauberflug entstand vor 15 Jahren die Idee zu Stuttgart 21. An Bord damals der Bahnchef, der Verkehrsminister und der Oberbürgermeister. Sind die Gleise einmal weg, ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten für die Stadtentwicklung. Aus der Idee wurde ein umfassendes Verkehrskonzept. Der heutige Kopfbahnhof soll in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof verwandelt werden. Bisher laufen die Strecken überirdisch in den Bahnhof. Die S-Bahn, blau, bleibt wie sie ist. Entscheidend ist, dass der neue Bahnhof um 90 Grad gedreht wird. Künftig führen die Strecken durch ein ganzes Tunnelsystem in den Durchgangsbahnhof. Kernstück, der 10 Kilometer lange Tunnel hinaus aus der Stadt zum Flughafen und zur Messe. Von dort geht es auf der ebenfalls neu zu bauenden Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Ulm. Eingebettet ist das Projekt in die sogenannte Magistrale für Europa, von Paris nach Budapest. Das engste Nadelöhr, so die Planer, ist der Abschnitt Stuttgart-Ulm. Der Haken? Das Projekt wurde stets teurer. Stuttgart 21 sollte anfangs 2,5 Milliarden Euro kosten, dann 2,8 Milliarden. Und letztes Jahr hieß es 4,1 Milliarden Euro. Das gleiche bei der ICE-Strecke nach Ulm. 2 Milliarden sollte sie einmal kosten. Seit Juli wissen wir, 2,9 Milliarden schlagen offiziell zu Buche. Doch nicht nur die Kosten steigen. Das beschlossene Projekt hat nach Ansicht der Gegner gravierende Nachteile im Betrieb. Einige Beispiele. Der neue Hauptbahnhof sei mit nur 8 Bahnsteiggleisen ein Nadelöhr. Auch der lange Tunnel zum Flughafen sei unterdimensioniert. Auf 2 Gleisen müsse Verkehr laufen, der momentan auf 4 Gleisen abgewickelt wird. Und beim komplizierten Streckensystem um den Flughafen sei das Chaos unvermeidbar. Es gibt eingleisige Abschnitte und S-Bahnen und ICEs müssen sich die gleiche Strecke teilen. Sollte eine S-Bahn Verspätung haben, hängt der Fernzug hinter der S-Bahn, die immer wieder anhalten muss. Das Projekt ist umstritten. Doch beschlossen ist es in allen zuständigen Parlamenten schon lange. Beschlossen und das meist mit großer Mehrheit und immer gegen die Stimmen der Grünen, die Stuttgart 21 nach wie vor kippen wollen und deren Bundesvorsitzender nun bei uns ist. Guten Abend, Cem Özdemir. Guten Abend, Herr Bratzler. Wo kommt der Rechtsstaat eigentlich hin, wenn demokratisch legitimierte Entscheidungen nichts zählen sollen? Das könnte man auch schwarz-gelb fragen. Den Atomausstieg, den wir beschlossen haben, mit Rot-Grün beschlossen haben, den die jetzt rückgängig machen wollen. Also ich habe das Gefühl, schwarz-gelb hat eine sehr selektive Wahrnehmung für Beschlüsse.
Stuttgart 21 kam zustande auf der Grundlage von Beschlüssen, die sich heute vollständig geändert haben. Das heutige Projekt hat mit dem, was damals beschlossen wurde, weder was die Kosten noch was die Kapazitäten noch Sonstiges angeht, nichts gemeinsam. Also muss man neu beschließen. Infrastrukturprojekte entwickeln sich weiter. Im Laufe der Entwicklung kann wirklich die Straße über solche Projekte entscheiden. Da fürchtet ja nicht nur die Kanzlerin, dass bald in Deutschland gar nichts Großes mehr gebaut wird. Also erstmal ist es kein Bahnprojekt, das muss man, glaube ich, richtigstellen. Es ist ein Projekt, das der Bahn aufs Auge gedrückt wurde, wie der Transrapid damals von Politikern im Gegenzug für den Börsengang. Wenn es wirklich um die Bahn geht, der muss dafür sorgen, dass der Kopfbahnhof Stuttgart 21 erneuert wird. Der muss die Rheintalbahn ausbauen, die gefährdet wird durch Stuttgart 21. Der muss die Strecke Mannheim-Frankfurt ausbauen, muss vor allem dafür sorgen, dass die Verspätungen aufhören, dass es aufhört, dass Klos nicht mehr funktionieren, dass die Wartungsarbeiten nicht stattfinden. All diese ganzen Dinge, um es mal im Klartext zu sagen. Dafür Stuttgart 21 ist ein Projekt derjenigen, die die Bahn in diesem Zustand hergerichtet haben. Dafür kämpfen Sie weiter. Im Hinblick auf die Ereignisse von gestern haben Sie heute gesagt, Ministerpräsident Mappus wollte hier Blut sehen. Wollte Blut sehen, das meinen Sie jetzt nicht im Ernst, oder? Das ist eine Frage. Ich hätte auch gerne Herrn Recht gefragt, wie es ihm eigentlich geht. Sie unterstellen der Landesregierung, dass sie Blut sehen wollte? Ich unterstelle der Landesregierung, dass sie entweder nicht gut arbeitet oder dass sie willentlich in Kauf genommen hat, dass eine Schülerdemonstration, die seit Wochen angemeldet ist, von Schülern legal angemeldet ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht davor, nicht danach gleichzeitig einen Polizeieinsatz befiehlt mit Pfeffergas, mit all diesen Dingen, die wir gesagt haben. Ich hätte gerne mal eine Erklärung. Wie kommt so ein Beschluss zustande? Dass man Schüler, die friedlich sind, zusammenprügeln lässt. Omas, das macht man schlicht und ergreifend nicht. Und ich will nur eines dazu sagen. Wenn es tatsächlich so ist, wie Herr Recht gesagt hat, dann hätte ich gern die Bilder gesehen, wo Gewalt ausgeübt wurde von Seiten der Demonstranten. Er musste selber zurücknehmen, dass Pflastersteine geworfen worden sind. Das ist dasselbe Prinzip. Man behauptet es, danach nimmt man es zurück. Aber in der Republik wird gestreut, da sei Gewalt. Abschließende Frage mit der Bitte um eine wirklich kurze Antwort. Wie soll es jetzt weitergehen? Werden die Grünen weiter auf dieser Protestwelle reiten bis zur Landtagswahl oder selbst was beitragen zur Deeskalation? Wir wollen ein Moratorium, dann setzen wir uns an den Tisch und dann kommen die Argumente mit allen, auch den Geheimgutachten, werden dann ausgetragen. Da wollen wir doch mal schauen, wer die besten Argumente hat. Wenn Mappus so gute Argumente hat, dann soll er sich mit uns hinsetzen. Sagt Cem Özdemir, der Bundesvorsitzende der Grünen. Vielen Dank. Ja, und was der baden-württembergische Ministerpräsident auch dazu sagt, das sehen Sie um 23.15 Uhr in den Tagesthemen. Fragen dann von Karin Mioska an Stefan Mappus. Soweit dieser ARD-Brennpunkt aus einer Stadt, die, so viel ist, glaube ich, sicher so schnell nicht zur Ruhe kommen wird. Hier im Ersten geht es aber jetzt erstmal entspannend weiter mit dem Spielfilm Das Glück ist eine Katze. Danke für Ihr Interesse, einen schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen aus Stuttgart.